Wir haben jetzt im Interview René Rodigast vom Fraunhofer IDMT aus dem Bereich Professional Audio. Hallo Herr Rodigast. Hallo. Das Fraunhofer IDMT stellt hier ein neues System für 3D-Raumklang vor. Können Sie uns kurz erklären, was daran innovativ ist und ja, was es damit auf sich hat? Ja, unser Baukasten, unser Spatial Sound Toolkit, was wir hier auf der Messe vorstellen, soll zeigen, dass wir im Bereich 3D-Audio eine ganze Palette an neuen Möglichkeiten, neuen Werkzeugen geschaffen haben, die entsprechend der Wünsche des Kunden eingesetzt werden können. Einige von diesen Werkzeugen gibt es schon im Einsatz und es gibt immer neuen Bedarf aus Kundensicht und auf diese Ideen stellen wir uns ein und haben im Prinzip eine ganze Palette an neuen Möglichkeiten im Bereich Sound mit wirklich realen 3D-Möglichkeiten geschaffen. Uns geht es am Ende in der Soundgestaltung immer darum, dass wir das möglichst realistisch wiedergeben, was man eigentlich Beschallung nennen würde. Realistisch heißt, wir orientieren uns an der Natur. Die Natur hat Geräusche und die Natur hat Umgebungen von Geräuschen. Jedes Geräusch hat eine Distanz und hat eine bestimmte Perspektive in unserer Umgebung. Und genau darum geht es. Das ist dieses Spatial Sound Toolkit. Es besteht sozusagen aus verschiedenen Modulen. Ich gehe mal gerade an die Wand und kann das vielleicht mal ein bisschen erklären. Wir haben grundlegende Möglichkeiten, an verschiedenen Anwendungen zu arbeiten. Es gibt ein Spatial Sound Wave Modul, es gibt ein Stage Modul. Am Ende ist das Ziel eigentlich dasselbe. Alles, was wir in Beschallung umsetzen, soll die richtige Perspektive haben. Das heißt, Sound da, wo er hingehört. Eigentlich auch immer da, wo der Darsteller ist oder wo das Geräusch selbst zu sehen ist. Wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Grundlegend und darauf aufbauend gibt es verschiedene andere Module. Wir können den Sound in die dritte Dimension bringen, die Höhe. Man sieht das hier ganz deutlich, wir können Räume simulieren, das heißt künstliche Räume erschaffen oder gemessene Räume, die irgendwo in der Welt existieren, mit unserem System darstellen. Und somit gibt es einfach viele neue kreative Möglichkeiten im Bereich Sound. Ganz aktuell sind auch die Forderungen nach getrackten Darstellern, alles muss automatisch laufen. Auch da gibt es Schnittstellen bei uns. Wir müssen einfach wissen, was der Kunde braucht und darauf können wir uns einstellen und das ist die Aussage des 3D-Audio-Kits. Vielen Dank dafür. Wie sind denn die ersten Reaktionen hier auf der ProLight auf diese neue Entwicklung? Also wir stellen fest, dass wir dieses Jahr sehr viele recht konkrete Anfragen bekommen. Also die Nachfrage nach 3D-Audio ist eigentlich jetzt auch gewachsen mit folgend aus dieser ganzen Filmentwicklung. Und bei uns ist es so, die Leute kommen teilweise mit konkreten Projekten, sagen, wir haben dieses und jenes Theater, diese und jene Veranstaltungshalle und was können wir mit euren Modulen machen? Also es ist sehr konkret und wir haben sehr schöne Gespräche hier gehabt. Apropos konkrete Projekte, konkrete Zusammenarbeit. Gestern wurde bekannt, dass Shure als Lizenzpartner mit im Boot ist in diesem Projekt. An dieser Stelle würde ich gerne Herrn Thorsten Haag von Shure mit dazu bitten. Er ist Director Systems Group. Hallo Herr Haag, begrüße Sie. Herr Haag, an Sie die Frage, warum hat sich Shure entschlossen, bei diesem Projekt mit an Bord zu gehen? Ja, wir bei Shure arbeiten kontinuierlich an neuen Technologien, die wir in unsere Produkte mit einfließen lassen. Das geht natürlich häufig weit über das eigentliche Produkt hinaus. Wir arbeiten an Projekten, wir arbeiten in großen Projekten mit Key-Planungsbüros und Integratoren zusammen. Und in diesem Fall war es ja eine gewisse Visionarität, uns mit Fraunhofer zusammenzutun und für unseren einen eigenen Multifunktionsraum eine Anlage zusammenzustellen, die halt Funktionen wie variable Nachhaltzeitverlängerung oder 3D-Sound beinhaltet. Als Plattform dient dabei die von uns als Shure Distribution in Deutschland vermarktete
QSYS-Systemplattform vom Hersteller QSC. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass diese Systemtechnik, die wir hier in Zusammenarbeit mit dem Institut entwickelt haben, in vielen Projekten im Theaterbereich, in Kongresszentren oder aber auch in Brandcentern von Industriefirmen zum Tragen kommen kann. Herr Haag, Herr Rudigast, vielen Dank für das Gespräch.